Video-Specials wie dieses könnt ihr durch den Kauf des HDTV-Magazins nachhaltig unterstützen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Digitalfernsehen, zu einem neuen Video-Special. Ergänzend zum Testbericht des LG OLED G1 mit dem neuen Evo-Panel möchte ich in diesem Video noch einmal ein wenig ausführlicher auf die Qualitätsunterschiede der neuen und alten OLED-Generation eingehen. Prinzipiell erbt der neue G1 OLED sämtliche Stärken vom Vorgängermodell GX und das zeigt sich bereits bei den HDMI-Schnittstellen. PC, Xbox Series X und PS5 können ja gleichzeitig bei bestmöglicher Signalqualität genutzt werden, denn alle vier HDMI-Schnittstellen verarbeiten Eingangssignale in 4K, 120 Hz, HDR und echter RGB sowie 10-Bit Qualität. Und das ist auch exakt die Qualität, die das OLED-Panel liefert. Schließt ihr beispielsweise eine Xbox Series X an, könnt ihr neben einer 4K-Bildausgabe auch einen 1440p-Modus aktivieren und HDMI-Signale mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde zuspielen, was sicher viele PC-Spieler ebenfalls freuen dürfte. Damit die Grafikkarte oder die Spielkonsole den Bildfrequenztakt dynamisch vorgeben kann, unterstützt der G1 OLED HDMI VRR und FreeSync und bislang ist LG auch der einzige TV-Hersteller, der von Nvidia offiziell für G-Sync-Signale zertifiziert ist. Da unser Test des Fernsehers bereits einige Wochen in der Vergangenheit liegt, konnten wir leider noch nicht die neue Dolby Vision-Funktion für Games mit der Xbox Series X austesten. Laut unseren Informationen verarbeitete der G1 OLED theoretisch 4K 120 Hz-Signale in Dolby Vision-Qualität. Hier müssen wir aber noch ein wenig abwarten, was die Gaming-Zukunft mit der Xbox Series X dieses Jahr bereithält. Es ist also gut möglich, dass es zum Start erst einmal nur mit 60 Hz Dolby Vision Signalen klappt. Die Eingabeverzögerung im Spielmodus ist bereits mit 60 Hz Signalen auf einem erfreulich niedrigen Niveau. Neu ist 2021, dass ihr den Input-Lag nochmals etwas absenken könnt, wenn ihr den Boost-Modus aktiviert, womit das Panel gewissermaßen in 120-Hertz-Modus gezwungen wird. Dadurch erreicht ihr knapp 10 Millisekunden Eingabeverzögerung. Wenn ihr echte 120-Hertz HDMI-Signale zuspielt, halbiert sich dieser Wert nochmals und ihr seid dann bei 5-6 Millisekunden, also echtes Profi-Gamer-Niveau. Im neuen Homescreen findet ihr erstmals sämtliche wichtige Funktionen gesammelt, nur die drei prominenten Felder ganz oben hätten meiner Meinung nach dezenter ausfallen können, denn hier wird nicht selten Werbung eingeblendet. Die quietschbunten Menüs der alten WebOS-Version sind dezent farblosen Einstellungsfeldern gewichen, was optimal mit dem OLED-Panel harmoniert. PC-Spieler finden eine wichtige Einstellung weiterhin ganz links im Home-Dashboard, denn dort könnt ihr die Signalausgabe auf eine verlustfreie RGB-Bilddarstellung umschalten, indem ihr beim Anschlusssymbol PC definiert. Was LG deutlich besser macht als der TV-Konkurrent aus der unmittelbaren Nachbarschaft, ihr könnt im PC-Modus weiterhin das Bild nach Lust und Laune und mit allerhöchster Präzision einstellen und seid dann nicht künstlich limitiert. Ein großer Qualitätsunterschied ist auch beim HGIG-Modus sichtbar, den ihr im Spielmodus aktivieren könnt. Während manch andere TV-Hersteller hier nur vordergründig die gängigen Standards einhalten, ist der HGIG-Modus bei LG wunderbar präzise, sodass ihr über Xbox oder PlayStation das HDR-Bild auf das OLED-Panel abstimmen könnt. Die automatische HDR-Nachbearbeitung in Echtzeit über die HDR-Tone-Mapping-Funktion kann dennoch Vorteile versprechen. Wenn ihr zwischen diesen beiden Einstellungen hin und her wechselt, müsst ihr immer beachten, dass das automatische HDR-Tone-Mapping die Grundhelligkeit anhebt und ihr nicht mit einer Voreinstellung beide Verfahren objektiv vergleichen könnt. Der neue Spieleoptimierer gibt euch Zugriff auf zahlreiche Bildeinstellungen. Das einzige, was ich vermisst habe, ist eine detaillierte Anzeige des Eingangssignals innerhalb dieses Menüs. Die beste Information liefert ein verstecktes Hinweismenü, das ihr aktivieren könnt, wenn ihr sehr oft die grüne Taste der Fernbedienung drückt. Dann taucht dieses Infofenster auf, das ihr hier oben links sehen könnt. Ihr habt anhand von Voreinstellungen die Wahl, die Bildwiedergabe bei Kontrast, Farbe und Durchzeichnung etwas zu verfremden, was unterschiedlichen Spielegenres entgegenkommen soll. Ich bin von solch allgemeinen Anpassungen kein großer Fan und auch den Schwarzstabilisator würde ich meiden, denn im schlimmsten Fall ruiniert ihr euch dadurch den tollen OLED-Bildkontrast. Die Ausgangsstellung ist bei diesen Einstellungen übrigens 10 und nicht 0. Auch beim Weißstabilisator halte ich den Einsatzzweck für begrenzt, denn es macht eigentlich keinen Sinn, das Bild zunächst präzise abzustimmen und dann im Nachgang wieder die Clipping-Grenze für HDR-Signale zu verschieben. Allerdings kann ich mir eine Situation vorstellen, wo es dennoch Sinn machen könnte. Wenn ihr im HGIG-Modus die Signalqualität exakt auf das OLED-Panel abgleicht, dann macht ihr das auf Basis von Weißlichtfeldern. Da die RGB-Farblichtleistung des Panels nicht identisch zur Weißlichthelligkeit ausfällt, kann es deshalb dennoch zu einem Clipping in einzelnen HDR-Farbbereichen kommen. Erhöht ihr nachträglich den
Wert beim Weißlichtstabilisator könnt ihr unter Umständen eine etwas bessere Balance bei bunten HDR-Lichtern erzielen. Richtig klasse und ein echtes Highlight ist die neue Feineinstellung dunkler Bildbereiche, denn ihr könnt hier wirklich in Millimeterschritten dunkle Bildbereiche über Schwarz ganz fein aufhellen, um dunkle HDR-Details in hellen Räumen besser sichtbar zu gestalten. Und diese Funktion zeigt auch schon den ersten sehr deutlichen Qualitätsvorteil der neuen Evo Panel-Generation im Vergleich zu den älteren LG OLEDs, denn der G1 ist der erste LG OLED, den ich testen konnte, der selbst in extrem anspruchsvollen HDR-Sequenzen die Ruhe selbst ist. Das neue Evo Panel wird in dunklen Bildbereichen etwas anders angesteuert als ältere OLED-Panels und das lässt sich über diese leicht kryptisch aussehenden Messwerte belegen. Hier seht ihr eine Messung einer hellen Graustufe. Das neue Evo-Panel ist oben zu sehen und das alte Panel ist unten. Alles, was ihr zum Verständnis wissen müsst, bei mittleren Helligkeitswerten sind die Unterschiede in der Pixelansteuerung zu vernachlässigen. Sehr deutliche Unterschiede sind dagegen zu sehen, wenn eine dunkle Graustufe gemessen wird. Das neue Evo-Panel oben bleibt die Ruhe selbst, das alte OLED-Panel unten reagiert sichtbar unruhiger. Um eine Extremsituation zu simulieren, habe ich einmal eine 4K 120 Hz HDR-Verbindung mit einem Bildfrequenzabgleich in Echtzeit über HDMI VRR aufgebaut und indem ich aus dem Spiel ins Xbox-Menü wieder zurückwechsle, sorge ich für eine abrupte Bildfrequenzschwankung im Millisekundenbereich. Das führt dann wiederum dazu, dass das OLED-Panel ganz kurz zum Flackern neigen kann. Mit dem neuen G1 seht ihr, wenn überhaupt, nur einmalig diesen Effekt, wohlgemerkt braucht ihr dafür eine VRR, FreeSync oder G-Sync-Verbindung. Im kleinen Fenster ist im direkten Vergleich der alte GX sichtbar mit dem alten Panel und da kommt es nicht nur zu diesem kurzen Flackern, sondern ihr könnt im Hintergrund des Spiels auch ein mehrmaliges Aufflackern sehen, das dem G1 völlig fremd ist. Was ihr mit dem neuen Evo-Panel im G1 erreicht, ist somit eine nachweisbare und deutlich bessere Stabilität bei der Pixelansteuerung in dunklen Bildbereichen. Und das ist für mich persönlich auch das wichtigste Kaufkriterium des neuen Modells gegenüber dem alten OLED-Modell. Denn man muss nicht immer extreme Gaming-Maßstäbe ansetzen, um diese Unterschiede zu erkennen, sondern ihr werdet es auch mit HDR-Filmsequenzen bemerken. Der G1 OLED kann Übergänge ins Tiefschwarz und aus dem Tiefschwarz heraus wunderbar sanft und präzise anzeigen. Obwohl mir das neue Bildschirmmenü besser gefällt als das alte, gibt es noch ein paar Punkte, die LG optimieren könnte. Dazu zählt die Angabe der Bildschirmhelligkeit und da muss ich euch ausdrücklich davor warnen, die Bildschirmhelligkeit, also der dritte Punkt hier im Bild, steuert nicht die Bildschirmhelligkeit, sondern ihr hebt die Schwarzstufen an und macht im schlimmsten Fall auch schwarz-grau. Die Bildschirmhelligkeit steuert ihr über die Helligkeit der OLED-Pixel. Exzellent ist wieder einmal die Möglichkeit, HDR10-Signale dynamisch nachbearbeiten zu lassen und LG hat wirklich an vielen Punkten noch einmal optimiert. Neben dieser Funktion zeigt sich auch die Zwischenbildberechnung oder der Filter gegen Bending-Artefakte verbessert. Durch die Unterstützung von Dolby Vision und Dolby Atmos könnt ihr mit dem G1 OLED das aktuelle Maximum an Bild- und Tonqualität vieler Streaming-Dienste erreichen. Da HDR-Signale aber nicht für helle Räume optimiert sind, müsst ihr selbst dafür sorgen, dass dunkle Bildbereiche nicht zu dunkel erscheinen. Wenn ihr im Dolby Vision Modus dunkel seid, ist die AI-Helligkeitseinstellung im Systemmenü gesperrt. Damit ihr diese Funktion aktivieren könnt, müsst ihr beispielsweise in den Home-Modus wechseln, dann könnt ihr auch mit Dolby Vision Signalen die AI-Helligkeitseinstellung einschalten. Durch diese Funktion werden dunkle Bildbereiche bei Umgebungslicht sanft angenehm angehoben und ihr könnt auch in helleren Räumen HDR-Filme vernünftig nachvollziehen. Eine Sache ändert sich mit dem neuen Evo-Panel im G1 nicht und das ist die etwas vorsichtige Helligkeitsansteuerung. Jedes OLED-Panel dimmt nach ca. 2 Minuten die Bildhelligkeit herunter, wenn ihr ein Standbild abbildet, aber bei LG kann der Dimming-Effekt auch bei Videosequenzen einsetzen, wenn minutenlang kein Kontrastwechsel erfolgt. Das kann beispielsweise mit HDR-Inhalten passieren, die nur eine geringe Spitzenhelligkeit aufweisen. Als Beispiel habe ich hier Spuk in Hill House auf Netflix in Dolby Vision ablaufen lassen. Eine gute Möglichkeit, diesen Effekt indirekt zu umgehen, ist, auf eine hellere Dolby Vision Grundeinstellung zu wechseln. Denn ab einem bestimmten Schwellenwert leuchtet das OLED-Panel wieder in maximaler Pracht. In diesem Fall reicht es aber auch aus, das Bildschirmmenü kurz hineinfahren zu lassen. Natürlich gibt es mit dem Evo-Panel Qualitätsvorteile im Vergleich zur alten Panel-Generation, die über das Schwarzdarstellungsniveau hinausgehen. Ich konnte bei natürlicher Bildeinstellung Leuchtstärkeunterschiede bei kleinen und großen Farbflächen zwischen 10 und 20% ausmachen. Entscheidend ist hier die Farbe. Helligkeit. Der G1 stellt HDR-Bilder also etwas leuchtstärker als der ältere GX dar oder kann umgekehrt etwas effizienter arbeiten und das kann wiederum der Lebensdauer des Panels zugutekommen. Die neue und alte Panel-Generation lässt sich sehr leicht unterscheiden, wenn man die Spektrallichtverteilung vergleicht. Das neue Evo-Panel seht ihr hier links abgebildet und das alte OLED-Panel rechts. Mit dem neuen Panel werden Farben mit weniger Mischlichtanteilen erzeugt, was sich dann positiv auf die Effizienz bei der Pixelansteuerung auswirkt. Eine häufig gestellte Frage ist, ob das neue Evo-Panel exklusiv nur im
dem G1 verbaut ist? Und da lautet die Antwort Jein. Wenn ihr 2021 einen neuen LG OLED kaufen möchtet, dann findet ihr das neue Panel ausschließlich im G1, aber nicht in anderen OLED-TV-Modellen, das heißt auch nicht im C1. So ist zumindest meine bisherige Vermutung, testen konnte ich den C1 noch nicht, aber LG weist das Panel nur beim G1 aus. Andere TV-Hersteller werden vom Panel-Hersteller LG Display aber ebenfalls mit dem neuen OLED-Panel beliefert und in der aktuellen Ausgabe des HDTV-Magazins konnte ich bereits zwei OLED-TVs von zwei unterschiedlichen TV-Herstellern testen, die auf das neue Panel zurückgreifen, es aber auf andere Art und Weise nutzen. Somit ist es nicht nur spannend zu sehen, wie sich der G1 gegenüber dem C1 schlägt, sondern wie unterschiedlich die besten OLED-TVs des Jahres mit dem neuen OLED-Panel im Vergleich abschneiden. LG agiert bei der Helligkeitseinsteuerung auf alle Fälle mit Augenmaß und im Vergleich zum GX zeigt der G1 je nach Situation etwas bessere Helligkeits- und Farbkontrastwerte, was aber vor allem im direkten Bildvergleich mit beiden Modellen nebeneinander aufgestellt auffallen dürfte. Was ich definitiv sagen kann, OLED bleibt mit HDR-Inhalten das aktuelle Maß der Dinge, wenn es um Präzision und eine bestmögliche Qualität bei der Bilddarstellung geht. Natürlich ist es einfach mit einem Lichtmessgerät bei Sonnenschein extreme Helligkeitswerte in der freien Natur zu messen, aber wenn ihr eure Schulbücher weggeworfen habt, kann ich euch da nur auf diese Wiki-Page weiterleiten, denn wer Lichtmesswerte ohne Zusammenhang bewertet und nicht versteht, wie die Helligkeitswahrnehmung bei Menschen funktioniert, der braucht sich über Bildqualität im Allgemeinen keine großen Gedanken zu machen. Zum Abschluss möchte ich noch einmal die Tonwiedergabe mit den aktuellen Spielkonsolen in den Mittelpunkt rücken, da das Thema häufig zu kurz kommt. Wie in den Vorjahren unterstützt auch der G1 Dolby Atmos Signale intern, aber kein DTS und PCM Signale werden intern vom TV in Stereo-Qualität abgespielt. Da sich nicht nur die Displayverzögerung bei den neuen TVs immer weiter verringert, sondern der gesamte Lag, also von der Eingabe des Controllers über das Rendering der Next-Gen-Konsolen bis zur HDMI-Verbindung immer weiter zusammenschmilzt, ist es für mich beispielsweise störend, dass der Dolby Atmos Ton vergleichsweise deutlich hinterherhinkt. Das ist kein Problem des G1 OLEDs, sondern ein generelles Problem der Dolby Atmos Signalausgabe. Um das zu demonstrieren, seht und hört ihr erst einmal die PCM-Tonausgabe. Achtet bitte einmal auf drei Dinge. Wenn ich das Digitalpad drücke, wann das Klickgeräusch des Digitalpads erscheint und wann der Soundeffekt vom TV kommt. Die Verzögerung ist im PCM-Beispiel so gering, dass mein Daumen fast noch auf dem Digitalkreuz liegt, wenn der Ton erschallt. Hier seht ihr einmal das Beispiel. Wenn auf Dolby Atmos umgeschaltet wird, nimmt die Verzögerung bei der Tonausgabe deutlich zu und mein Daumen ist dann schon wieder in der Ausgangsposition, wenn der Ton erschallt. Hier das Beispiel. Wie schon gesagt, ist das kein Problem des G1 OLEDs, aber es ist ein bislang ungelöstes Problem bei der Tonausgabe mit Gaming-Konsolen. Und deshalb ist für mich PCM der einzige optimale Weg, wenn der Ton perfekt synchron ablaufen soll. Was uns zugleich zur abschließenden positiven Nachricht bringt. Obwohl der G1 intern nur Stereo-PCM-Signale verarbeiten kann, könnt ihr über eine kompatible Soundbar oder einen AV-Receiver über HDMI EARC des Fernsehers die Mehrkanal-PCM-Wiedergabe aktivieren und dies sogar in 7.1 Qualität. Wichtig ist, dass ihr die EARC-Funktion einschaltet und als Modus Durchlaufen wählt. Falls ihr im Besitz eines letztjährigen LG OLED-TVs seid, profitiert ihr durch ein Software-Update von dieser Funktion. Was OLED in der Vergangenheit so stark gemacht hat, ist auch im Jahr 2021 der Fall. Gerade mit HDR-Quellen und noch mehr mit HDR-Gaming-Inhalten und einer 120Hz VRR- oder G-Sync-Verbindung zeigen sich die Qualitätsvorteile der selbstleuchtenden Pixel. Hier gibt es keine Nachzieheffekte und keine Qualitätseinschränkungen im Spielmodus und es gibt keine Local-Dimming-Artefakte. Wenn ihr eine kontrastreiche HDR-Wiedergabe anstrebt und der Blick auf das Bild wie der Blick durch ein gut geputztes Fenster erscheinen soll, dann ist OLED das Mittel der Wahl. Das macht LED-LCDs natürlich
natürlich nicht überflüssig, denn gerade vollflächig helle Bilder oder extrem helle Räume profitieren nach wie vor von der leuchtstärkeren Display-Alternative. 2021 ist aber jetzt schon das bislang stärkste Jahr für OLED-TVs, dabei hat das Jahr gerade erst begonnen. Mehr Infos zu den aktuellen TVs findet ihr im HDTV-Magazin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut!